Betrug an den Wählern. SPD und Grüne brechen Wahlversprechen bei Rente und Krankenversicherung. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich hatte Ihnen in einem anderen Video das Rentenprogramm der möglichen Ampelkoalitionäre schon vorgestellt. Im Wahlkampf und in dem Wahlprogramm war von einer Bürgerversicherung in der gesetzlichen Rente und in der Krankenversicherung die Rede. Das war eines der ganz großen sozialpolitischen Versprechungen der SPD und der Grünen. Um auch, das muss man dazu sagen, die gesetzliche Rente zu retten. Und eines kann ich Ihnen wirklich sagen, aus der Traum. Wenn wir uns dieses Sondierungspapier vom 15. Oktober 2021 anschauen, dann ist eines ganz klar, es wird mit dieser neuen möglichen Bundesregierung keine Bürgerversicherung in der gesetzlichen Rente und in der Krankenversicherung geben. Das heißt also, weder Beamte noch unsere Politiker werden Teil der großen Familie in der gesetzlichen Rente und auch in der Krankenversicherung. Entgegen dem mehrheitlichen Willen der Bevölkerung in Deutschland. Es gibt eine Mehrheit in der Bevölkerung von Deutschland, die sagt, wir wollen eine Bürgerversicherung haben. Und wie kann es da sein, dass wenn in den Wahlprogrammen der SPD und der Grünen dort so ein großes sozialpolitisches Projekt drinsteht, dass sie dann vor der FDP in den Sondierungsprogramm einknicken. Das ist für mich völlig unerklärlich oder vielleicht doch erklärlich, weil die SPD und die Grünen hier natürlich den Zugang zur Macht haben wollen. Und deshalb hat man dieses sozialpolitische Projekt einfach über Bord geworfen. Das Rentenprogramm der Ampelkoalitionäre, was wir hier in dem Sondierungspaket vor uns oder in dem Sondierungspapier vor uns liegen haben, zeigt keine Zukunft, wie es in der gesetzlichen Rente weitergehen soll. Es ist praktisch im Grunde genommen nur der Abklatsch, was wir in den letzten 16 Jahren auch schon bei der Merkel'schen Regierung erlebt haben. Es wird immer auf das Pferd gesetzt, dass wir eine gute Konjunkturentwicklung haben und dass aufgrund der guten Konjunkturentwicklung hier Rentenbeiträge in die Rentenkasse eingezahlt werden. Das Rentenniveau von 48% soll unantastbar bleiben. Da stelle ich mir die Frage, wer soll denn das finanzieren, wer soll denn das bezahlen? Die drängenden Fragen der Alterung unserer Gesellschaft werden in diesem Sondierungspapier nicht beantwortet. Bei den Wirtschaftsverbänden, das ist so mein persönlicher Eindruck, den ich habe, da werden natürlich die Sektkorken knallen, das ist ganz klar, denn die sehen sich letzten Endes durch die roten Linien, die die FDP hier gezogen hat, einfach nur bestätigt. Wenn der Herr Lindner, FDP-Chef, sich hinstellt und sagt, es ist eine ganz große Ausnahme, dass es den Anstieg des Mindestlohns von derzeit 9,60 Euro auf 12 Euro im Jahr 2022 geben soll. Da kann ich wirklich nur lachen, Herr Lindner. Da stelle ich mir schon ehrlich gesagt die Frage, wie Sie sich dann letzten Endes hinstellen wollen und wie wollen Sie den Leuten erklären, dass sie mit 12 Euro Mindestlohn eine auskömmliche Rente bekommen sollen. Die Zukunft der gesetzlichen Rente soll nach dem Willen der Ampelkoalitionäre dadurch gesichert werden, dass die Erwerbsfähigkeit von Frauen und Rentnerinnen und Rentner ausgeweitet werden soll und es eine gesteuerte Zuwanderung durch qualifizierte Fachkräfte geben soll. Also liebe SPD und Grüne, jetzt mal ganz im Ernst. Vor euch steht nicht der Rentenberater Peter Knöppel, sondern derjenige, der die Augen offen hält und durch das Land schaut und sich die Frage stellt, wenn ihr die Erwerbsquote von den Frauen erhöhen wollt, wofür ich ja bin, das finde ich ja großartig, dann müsst ihr Kita-Plätze und Kinderbetreuungsplätze bauen. Wo wollten ihr die Firmen hernehmen, die das machen? Oder, wie es die liebe Frau Baerbock von den Grünen ja propagiert hat, was ich ja auch nicht schlecht finde, wir müssen auf Millionen Dächern PV-Anlagen draufbauen. Liebe Frau Baerbock, erklären Sie doch bitte mal dem geneigten Wähler, wo Sie die Elektrofirmen und die Montagefirmen herholen wollen, damit Sie Ihr Klimaprogramm schaffen wollen. Oder wollen Sie vielleicht alleine nachher oben auf dem Dach stehen und die PV-Anlagen draufbauen? Alles unseriös und nicht durchführbar. Und dann kommt natürlich noch der Knaller, wir müssen durch gezielte Zuwanderung qualifizierte Arbeitskräfte in unser Land holen. Auch nicht schlecht. Aber liebe Leute von der SPD, FDP und den Grünen, habt ihr vielleicht mal hingehört und hingeschaut in den letzten 10 Jahren? Wir leben in Deutschland nicht auf einer Insel. Wir stehen im europäischen und globalen Wettbewerb um Fachkräfte.
Und wenn man Fachkräfte hört, die kommen nicht nach Deutschland, weil es so schön in Deutschland ist, sondern die machen großen Bogen um Deutschland. Wir brauchen jedes Jahr seriös bis zu 500.000 neue Arbeitskräfte, damit wir die Sozialversicherungssysteme am Laufen halten. Das sind alles nur Wunschprojekte und deshalb kann das nicht funktionieren. Die SPD und die Grünen haben eines ihrer zentralen Wahlversprechen nicht eingehalten. Sie ducken vor der FDP ab. Die SPD und Grünen sind nicht gewählt worden, um vor der FDP zu kriechen und zu allen Ja und Amen zu sagen. Das kann eigentlich nicht wahr sein. Ich sage es nochmal, Millionen Menschen wollten die Bürgerversicherung, die wollen die auch heute noch haben. Und ich sage Ihnen eins, die Rentenversicherung wird schweren Schaden nehmen. Es geht unter anderem auch um das Vertrauen, dass wir und unsere Kinder, die nachfolgenden Generationen, in die gesetzliche Rentenversicherung haben oder haben sollten. Und wenn wir keine Antworten geben als Politikerinnen und Politiker auf die drängenden Fragen der Demografie, dann haben wir hier einen ganz großen Fehler gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin von den Sozis und den Grünen mega enttäuscht. Es ist richtig, ja, es geht um den Klimawandel, um die Fragen und die Folgen, aber es geht auch um soziale Gerechtigkeit. Und ich kann nur noch mal sagen, 16 Jahre Merkel-Regierung haben eines gebracht. Steigende Kosten, Hartz IV, steigende Mieten, steigende Energiekosten, das erleben wir alles jetzt gerade. Und das ist das Problem. Und immer reicher werdende Millionärinnen und Millionäre. Und die Inhalte dieses Sondierungspapiers lassen, was diese Sache anbetrifft, wirklich nichts Gutes ahnen. Die Zukunft der Rente wird so nicht gesichert. Und zum Schluss noch, ja, Sozialdemokraten, ich fühle mich durch euch wirklich verraten. Und das ist auch ein Betrug an dem mehrheitlichen Wählerwillen. Und es wird weiter eine Zwei-Klassen-Altersversorgung und Krankenversicherung geben. Ich sage, eine Riesensauerei, eine Riesenverarsche. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Und eine Bitte hätte ich noch an Sie, wenn Sie diesen Beitrag gut finden und das vielleicht auch in Ihre allgemeine Gemütslage passt, dann verlinken Sie den, schicken Sie den weiter durchs Internet.